that art is a form of prayer, and that artists are oracles sending divine messages out into the world. Hello, I'm Grace Dinker. Welcome to Art and Soul. Hier bei mir in der Galerie, Eva Martens. Frau Martens hat heute ein paar Kunstwerke mitgebracht und sie möchte ihre Werke uns vorstellen. Sie erzählt uns auch etwas über sich, was sie inspiriert. Und dann können wir sie als Künstlerin und auch die Seele hinter ihrer Kunstwerke kennenlernen. Herzlich willkommen, Frau Martens! Dankeschön, ich freue mich sehr, hier zu sein. Schön. So, Frau Martens, Sie haben ganz bunte Schülerbilder mitgebracht. Und was inspiriert Sie und wie kommen Sie dann zu dieser Farbeauswahl, diese tolle, bunte, strahlende Farben? Mich inspiriert das ganze Leben. Das sind Momente, die ich erlebe und manchmal kommt einfach so ein Klick. Und dann weiß ich, das könnte ich in meinem nächsten Bild verwenden. Aber generell inspirieren mich die Gefühle. Gefühle. Meine Kunstwerke sind voll Gefühle. Das sind auch abstrakt, ne? Ja. Das sind alle abstrakt Bilder. Ja. Aber ich möchte hier meine Stimmungen, meine Gefühle ausdrücken. Und dazu sind die oft geteilt in etwas wärmere Farben oder kältere Farben, je nach Stimmung. Haben Sie schon mal mit dunklen Farben gemalt? Ganz selten, weil ich kann mich nicht dazu überwinden. Wahrscheinlich bin ich das nicht. Ja. Es ist Geschmackssache. Ja, natürlich. Natürlich. Ich habe ein paar Kunstwerke, wo etwas schwarz oder dunkelgrau vorkommt, aber das muss auch aus der Stimmung herauskommen. Ja, das stimmt. Und eine Frage, was ich Sie noch fragen wollte. Welche Künstler inspirieren Sie am meisten? Also Sie malen ja auch Schwarzbilder, oder? Ja. Sie haben Künstler. Ja, Wassily Sandinsky. Mhm. Jean Miró ist eigentlich mein Lieblingskünstler. Und warum? Ja, weil er so frei und so unbeschwert malt. Das ist alles so, manchmal könnte man sagen, kindisch, aber da sieht man diese Freiheit, diese Unbeschwertheit. Yeah. Und letztens habe ich so ein schönes Zitat gelesen von Jean Miró. Er sagte, wenn er sich vor einem leeren Leinwand stellt und fängt an zu malen, dann weiß er nie, was dabei rauskommt. Und ist als Erster sehr verwundert, was ist dabei rausgekommen. Ja. Und das passt auch zu mir ganz gut. Ja, weil schön. Ich male intuitiv und es ist oft das Ergebnis nicht vorhersehbar. Es ist intuitiv, ne? Also sie malen intuitiv und also manche Künstler, die sagen, also der Prozess ist so meditativ. Mhm. Ist es für Sie so oder würden Sie so, das so beschreiben? Das könnte man auch so nennen. Wenn man in einem Malprozess drin ist, dann ist man so wie abgestimmt von der Welt. Ja. Dann ist man in seiner eigenen Welt und das konnte man Meditation nennen. Wie sind Sie zur Kunst gekommen? Ich habe schon als kleines Kind gemalt und gezeichnet. Es ist immer so, ne? Die meisten Künstler sagen, die haben von klein an angefangen. So fängt es an, ne? Ja. Ich wollte Ihnen nur heute ein Foto mitbringen, aber auf die Schnelle konnte ich es nicht finden. Und später habe ich ein Kunstlyzeum besucht, was ich als Bestabsolventin abgeschlossen habe.
Und danach habe ich in einer Kunstgalerie, selbst in einer Kunstgalerie, gearbeitet. Als Teilhaber in einer Kunstgalerie habe ich gearbeitet. Echt? Ja. Oh, schön. Ja, in Warschau. Oh, das ist toll. Dann haben Sie so diese Erfahrung gesammelt. Ja, und da habe ich meine erste Ausstellung gemacht. Okay, aber ist es nicht Ihr Hauptberuf? Also Kunst? Doch. Ja, Sie machen das Hauptberuf nicht? Ja. Toll. Ja. Das ist aber mutig. Ja, deswegen, also, bis jetzt bin ich nicht reich geworden. Also, reich in Seele, also innerlich reich ist heutzutage am wichtigsten, oder? Ja. Beides ist gut, aber wenn man innerlich, also voll und reich und gesamt ist, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich denke, ist auch wichtig, Werke zu verkaufen. Das stimmt, das ist eine Anerkennung, dass, was die Künstler wollen und brauchen auch, diese Anerkennung, dass man kauft meine Kunstwerke und ich verdiene Geld davon und ich kann davon leben, das ist auch so sehr, sehr wichtig. Man muss nicht davon leben können, das ist einfach so ein Impuls, dass man wirklich... Idealerweise für Künstler, die machen das hauptberuflich, also das ist so, idealerweise sollte es eigentlich so sein, dass sie von ihrer Kunst leben können. Kann ich noch nicht. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja. Aber es ist, ich würde sagen, es ist wirklich ein Energiekick. Wenn man ein Kunstwerk verkauft, dann hat man sofort so viel Energie, um die nächste anzufangen. Ja, das stimmt. Das ist wirklich eine tolle Anerkennung. So, das motiviert Sie auch. Ja. Was sonst motiviert Sie, Kunst zu weiter zu kreieren? Ich habe so kreative Phasen. Manchmal male ich 2-3 Monate nicht, dann kribbelt schon, dann fängt dann schon zu kribbeln und dann muss ich wieder anfangen zu malen. Ja, es gibt so Phasen auch. Die Künstler, die Maler, die haben auch Phasen, so wie Writer's Block. Kennen Sie, wissen Sie, was ein Writer's Block ist? So eine Phase, wo ein Schriftsteller, so es kann ein paar Wochen dauern, 6 Monate oder schon länger, also Jahre. Und dann kommt es plötzlich zurück. Ja. Das haben die Maler auch was? Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Also ich male auch und ich kann das wirklich zusagen. Das ist wirklich so. Manchmal male ich so ganz, ganz viel und dann gibt es Phasen, wo ich gar nichts mehr male. Aber ich kann auch sehr gut unter Druck arbeiten. Also wenn ich weiß, dass eine Ausstellung bevorsteht, dann kann ich mich hinsetzen und dann kann ich mehrere Werke produzieren. Und je mehr ich male, desto mehr Inspiration kommt. Das stimmt. Allerdings. Ja, das stimmt. Okay, gut. Dann, wir haben, was stellt Ihr Kunstwerk da? Was steckt dahinter? Haben Sie so eine Botschaft? Irgendwas, was Sie mitteilen möchten? Durch Ihre Kunst? Dass die Kunst uns alle verbindet. Dass die Kunst sehr individuell ist. Aber trotzdem hat eine universelle Wirkung, eine universelle Botschaft für alle. Und jeder kann die Kunst erleben auf seine eigene Weise. Ja. Und es gibt unendlich viele Interpretationen. Und ich freue mich oft, wenn jemand sagt mir, das sehe ich da drin, oder jemand ist wieder was anderes. Ja. Dann freue ich mich und dann rede ich mit demjenigen und sage, oh, das ist toll. Ich finde das toll, dass so viele Interpretationen zustande kommen. Genau. Schon wenn man ihre Kunstwerke sieht, kriegt man schon diese Happy Stimmung. You know, it makes one happy. You just look at it, the colors, the beautiful combination of, you know, splash of beautiful colors. It gives a summer feeling, this kind of happy feeling. Mm. Es gibt so eine schöne Stimmung, das möchte ich sagen. So, möchten Sie noch etwas zu Ihrer Kunst sagen?
Jeder Kunstwerk hat einen Titel. Ich gebe die Titel meistens auf Englisch, weil ich präsentiere die Bilder auf Instagram und da möchte ich schon auf Englisch die Bilder vorstellen. Ja. Und zum Beispiel das Bild heißt One Heart, One Soul. Ja. Und das ist Ausdruck der Emotionen. Wenn sich zum Beispiel zwei Menschen verbinden, wenn eine tiefe Freundschaft entsteht. Yeah. Deswegen habe ich hier die Farben Rot und das Bild ist ziemlich komplex. Yeah. Das sind diese Schichten, die übereinander kommen, genauso wie eine Freundschaft. Also meine Werke erzählen von Gefühlen. Von Gefühlen, von Beziehungen und zum Beispiel dies hier heißt So Close to Heaven. Mhm. Wenn man glücklich ist, dann fühlt man sich dem Himmel nah. Natürlich. Ja. Das stimmt. Das ist so. Okay, gut. Dann haben Sie es vor in der nächsten Zeit, eine Ausstellung zu machen von. Ich weiß, Sie sind ja auch ein Mitglied bei uns. Ja, Sie sehen, ja. Frau Martens ist ein Teil unseres Netzwerks, ein Teil der Christenka Galerie Familie. So, Sie kann jederzeit bei uns ausstellen, aber ich bin neugierig. Haben Sie es vor, irgendwo anders auszustellen? Ja. In Deutschland, außerhalb, international? Ja, die nächste Ausstellung wird in Hongkong stattfinden. Oh, schön, Hongkong. Aber das ist eine Gruppenausstellung. Okay. Und zurzeit sind einige meiner Werke in China. Die werden da auch in einer neuen Galerie ausgestellt. Und in Mai gibt es noch zwei Werke, die in Tokio ausgestellt werden. Oh, schön. Dann sind Sie immer in Bewegung, also immer aktiv. Ja. Ja, super. Dann vielen Dank. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ja, ich freue mich sehr, Ihre Kunstwerke entdecken zu können. Ich danke Ihnen, Frau Lenka. Das war schön. So, thank you for watching and see you next time. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächsten Mal.